Erhöht die Menge an Geld, Gesundheit und Munition, die du beim Aufheben erhältst. Ja. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Da finde ich den hier irgendwie besser, oder? Naja. Mal ausprobieren. Alles mal ausprobieren. Elektroplastisch kennen wir schon. Ja, und der Rest. Ah, guck mal, das sind aber jetzt gute Waffen. Weil es auch ein schwerer Feind war. Und irgendwas leuchtet da sogar. Der hier. Die sind nicht alle schlecht. Und dann ist da ja noch einer. Ich habe noch zwei abgeknallt. Die waren so ziemlich nah beieinander, schätze ich mal. Und deswegen. Okay. Aber das war jetzt ja nicht die Herausforderung, weil das ist immer noch Lavender. Lavender Crawly. Crawly. Irgendein Crawler. Doch noch mal. Da kann ich da so lang fahren. Ach, guck mal, da kann ich auch lang fahren. Ich bin schon noch da. Du müsstest da oben lang fahren, um da hinzukommen. Aber hier kommst du ja nicht durch. Nee, ich will da nicht runterfallen. Komm, da komme ich durch, oder? Jetzt mache ich jetzt. Dann versucht er gerade durchzukommen. Na, zur Wand. Da kommt nichts mehr. Bin ich da? Das sieht hier doch so Crawler-mäßig aus. War ich da eigentlich schon drin? Ja. Na, kommt da her, kommt da her. Batsch. Das kann gut sein, dass hier jetzt der Supercrawler ist. Weil man da ja nicht durchkommt. Und es ist ein großes Gebiet. Vielleicht kommt man ja doch durch. Probier's halt aus.
Probier das es nicht. Ich habe jetzt schon so aufgebaut, ist, dass es nicht funktionieren soll. Immer das ist so eng. Hast ja recht. Sie meinen, als ob sie gleich kotzen müsste, die Arme. Ah, oh, guck mal. Kristalle. Möchte es noch jemand versuchen? Die Lauer machen mir keine Angst. Ist das, hat das so schlechte... ...89%? Wieso hat das Ding überhaupt eine Nachladezeit? Schießt jemand auf mich? Ah, guck mal, da ist noch ein. Habe ich gerade entdeckt, ein Dings zu lesen. Irgendwo hier. Wo? Wahrscheinlich da, aber wie komme ich da hoch? Ne, tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. Na, wahrscheinlich in der Höhle da. Der Zerstörer. Ein schlichter Name für etwas unvorstellbar Böses. Der ist doch Tyrene. Er hatte in der Vergangenheit sicher tausende poetischere oder raffiniertere Namen, aber keine der Zivilisationen, die sich diese Namen ausgedacht haben, hat überlebt, um sie uns zu verraten. Nur der Zerstörer. Lavender Crawley ist die Matriarchin der Crawley-Familie, einer Blutlinie von ganz besonders hochnäsigen Varkids. Sie muss sterben. Teil, jetzt hast du das andere unterbrochen. Du machst mich noch fertig hier. Aber reichlich Schaden vertragen. Naja, so toll sind die alle nicht. Aber die Crawlies haben jetzt hier ausgecrawlt. Ich wollte auch noch was anderes ausprobieren als meine. Die könnte ich immer nach oben packen. Das haben wir hier. Anstatt, da habe ich 282, hier habe ich wahnsinnig viel, was ich auch gleich ausprobieren will. Das ist doch die, genau, die Skrio. Die hat Krio-Effizienz und macht einen verdammten Schaden meiner ziemlichen Feuerrate. So, ich könnte dann nochmal in die Ecke rein schnuppern. Aber ich glaube, hier habe ich dann. Stirbt man da? Ja, ne? Das ist nicht mehr auf der Map drauf. Da denkst du, da geht's weiter, oder? Ist doch auch gemein. Oh, 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 die sollte man wahrnehmen. Da kann man noch Level 100 sein. Sofortiges Ablehnen ist sofortig.
Das war alle Level. Ja. Was haben wir noch für ein toter Clip und Loks? Typhoon Loks. Wo sind die Typhoon Loks? Also ich könnte jetzt da noch hingucken, aber da ist nichts. Wo meinst du? Da. Ist hier rechts, links. Das andere links, das andere rechts. Nein, aber siehst, hier ist nichts. Ja, ich hätte auch teleportieren können. Aber ich dachte, ich bin ja sowieso schon so nah dran. Hier ist noch so ein kleines Eck. Ich fahre mal hier lang und dann fahre ich nach da. Ja, da wird jetzt nichts sein, aber ich fahre da trotzdem mal. Einmal nur mal kurz rein. Hier habe ich auch mal geguckt. Und danach hier lang. Es ist so lollig. Lollig, drollig. Extra lustig. Dann kann man hier mal langfahren. Und dann kommt hier ein großes, dunkles Gebiet. Ah, was ist da? Nichts Besonderes. Moment mal, da ist ein Klepptreppteil. Ein Typhoon-Lock. Der hört dann immer auf zu reden. Das Ding habe ich noch nicht gelesen. Das ist sogar hochgeschafft. So, jetzt muss ich mich, glaube ich, hier durcharbeiten. So gut. Ja. Naja. Und. Ne, das habe ich noch nicht gelesen. Dann ist es nämlich komplett weiß oder fast komplett weiß.
Ach, hier ist doch Tennis gewesen, genau. Ich weiß nicht, wie die Eridianer auf den Zerstörer aufmerksam wurden. Sie sprachen nie von einer Zeit vor dem Zerstörer. Doch ich vermute, dass sie ihn gesucht haben oder etwas Ähnliches. Jetzt hören wir uns das an. Der Lohn ihrer Neugier war ihr Untergang. Und dann machen wir weiter, sonst fehlt wieder die Hälfte. So, da muss ich nochmal hier gucken. Was fehlt uns eigentlich noch an Herausforderungen? Ein toten Kleptrepp und noch ein Taifun. Weißt du was? Das haben wir gar nicht nötig. Ich glaube, da komme ich nicht drauf, die Teile, oder? Aufs Dach. Schelle an mir, genau. Ist das so ein Motorteil? Sieht doch fast so aus. Aber nein. Platsch. Ah, hier geht's nochmal hoch. Welches ist dann Typhoon Lock? Was sind das für Teile? Tja, kurz jetzt hier noch in der Ecke gucken. Darf ich denn da jetzt nicht drauf? Hier in die Ecke da unten. Jupp. Da ist aber auch nichts. Tja, ich würde sagen, hier ist nichts mehr. Wo will ich denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Oh ja. Das schadet nichts.
Aber eigentlich will ich ja. Was heißt das? Ist das die Maschine? Guck mal, hier ist doch noch ganz viel. Und hier könnte rein theoretisch auch noch eins sein. Da oben ist irgendwie was. Diese Kristalle kommen ins Schwingen. Wo soll das sein? Da hinten. Ich glaub's ja eher nicht. Wo ist eigentlich dahin? Ha ha ha.